Ja, das hat ein bisschen wahrscheinlich gedauert, das Ganze zu setupen. Ja, genau, wegen dem Game Boy Advance hier. Spielen wir über Game Boy Player an der GameCube. Wegen. Jetzt wählen sie noch die Farben aus, weil man kann ja auch verschiedene Farben in dem Spiel freischalten und man hat ja auch die ganze Zeit bei GameStop Quick hier bei dem Voting gesehen, konnte man ja auch für spenden, welche Farben die anderen zwei Spieler haben. Weiß gar nicht, welche Farben jetzt genau gewonnen haben. Ich glaube Emerald und. Kann ich dir gleich sagen. Player One und also Emerald und Grape. Okay, Emerald und Seit Grape. wann ist Grape eine Farbe? Grape ist doch Weintraube. Ja, genau, aber ja, ich weiß auch nicht, warum es nicht einfach lila ist, aber. Egal. Veni, das wäre mir nur recht, weil ich hocke hier schon ein ganzes Weilchen und ich würde immer wieder mich um andere Dinge kümmern. Es hat da noch Regie bis 18 Uhr, aber dann kann ich meinen Regiestrich in aller Ruhe ausklingen lassen. Und ich weiß, die Combo Daphtus und Veni, die ist, ja, die rockt eh alles weg. Ja, und es geht los, Ach, würde ich sehr schön. sagen. Ja, sehr schön. Ja. Erstmal ganz kurz zum drei Spieler. Das ändert nämlich ein bisschen was auch an dem normalen Kirby-Spiel. Da wurden so ganz normale Sachen gemacht, die meistens in Multiplayer-Spielen sind, dass die Bosse zum Beispiel einfach mehr Leben haben. Wurde geändert. Was ja auch Sinn macht, wenn man zu dritt spielt. Und ja, an sich gibt es auch ein paar Änderungen so von dem normalen Weg, die man machen würde, wenn man alleine spielt. Einfach erstmal, da man ja eh zu dritt spielt und dadurch mehr auf einmal machen kann. Aber auch gleichzeitig, weil, ja, wenn man das Spiel zu dritt spielt, gibt es schon Input-Lags und manchmal werden auch manche Inputs wirklich gefressen. Deswegen sind manche Strats schwerer zu machen und ja, gibt es auch ein paar Probleme, aber hält sich alles noch in Maßen, deswegen startet man auch jeder sein Spiel davor nochmal neu. Und ja, an sich, so, ich glaube, Kirby hat bestimmt schon jeder mal irgendeinen Teil gespielt. Das Kirby ist aber relativ speziell, denn in dem Teil ist es so, dass es wirklich ein Open-World-Kirby ist. Ich meine, das mag man kaum glauben, weil es für ein Game Boy Advance kam. Aber es gibt wirklich keine feste Reihenfolge für die Bosse oder die Welten, die man macht. Denn man schaltet mit Schaltern verschiedene Wege mal frei. Und hier sehen wir auch den ersten wichtigen Trick schon. Und zwar holt sich Shesta, indem er zwei verschiedene Gegner mit Fähigkeiten gleichzeitig aufsaugt. Die Wheel-Fähigkeit, das ist einfach die schnellste, weil damit kommt man am schnellsten durch. Und genau, er wird deswegen auch schon mal durch das erste Gebiet fahren, während die anderen beiden noch warten und sich schon mal an bestimmten Positionen bereithalten, damit man sich gut aufteilen kann. Bestest du, das ist kein Race, das ist ein Co-op-Run. Also wenn dann der Player oben rechts ein bisschen zurückliegt, dann ist das so vorgesehen. Ja, genau, das ist ein Co-op-Run. Deswegen, denn das Spiel konnte man tatsächlich damals auch auf dem Game Boy Advance im Koop spielen. Ich bin dazu leider nie gekommen, weil Game Boy Player mit Leuten, die noch das gleiche Spiel haben, war damals immer recht schwer und ja. Ich habe es leider nie im Koop gespielt, aber ich stelle es mir sehr, sehr cool vor. Und ja, genau. So, aber ja, jetzt spielt Chester erstmal die ganz normale Route, die man auch im Any% allein spielen würde. Und ja, ich sag euch dann gleich, sobald es losgeht. Ich meine, ihr seht es ja auch, dass sich hier Swordsman Kirby schon mal auch zur richtigen Stelle aufmacht, damit er direkt ins nächste Gebiet losgehen kann, sobald alles bereit ist. Chester will nämlich jetzt erstmal die richtigen Schalter aktivieren, die ich auch eben ja schon erwähnt hatte, die verschiedenen Wege für die Gebiete freilegen. Jetzt sehen wir hier einen kleinen Miniboss-Fight, der ist schnell gemacht, indem man einfach zwei Gegner absorbiert und dann mit der Radfähigkeit einfach den Rest macht. Wie meinst du das Bestes du? Nee, ich glaube. Ach so, mit Splitscreen. Ah, okay. Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, dass ich das ja selber nie gemacht habe, aber ich nehme mal an, die haben Splitscreen, weil jeder hat wahrscheinlich, da sie ja auf dem Game Boy Player spielen, sehen sie es ja über dem Fernseher. Also man sieht zwei GameCubes aufgebaut und ich Ah. glaube, der ganz links Ja, hat der ein okay. DS oder so oder ist das ein Gameboy da in Nee. der Hand? Denke, auch ein Game Boy.
Ja, okay, dann ist es so, dass jeder seine eigene Gamecube hat. Auf jeden Fall hat Chester jetzt gerade Swordsman Kirby gerufen, welcher sich die Raketenfähigkeit geholt hat. Denn an sich muss man gar nicht, selbst den ersten Boss noch gar nicht machen. Und dafür holt sich Swordsman Kirby halt die Raketenfähigkeit, damit er direkt in die theoretisch letzte Welt, wie gesagt, man kann sich aussuchen, was man wann macht, aber theoretisch wäre es die letzte Welt im Spiel, zu der geht er halt jetzt schon mal. In der Zwischenzeit geht Chester halt zum ersten Boss und macht diesen. Und da jetzt auch schon wieder ein neuer Weg freigelegt wurde, kurz vor dem Boss, kann Kubasco jetzt auch endlich loslegen und geht in der Zeit schon mal auch zum Boss, zu Mega Titan. Das ist ein Boss im Spiel, den man relativ früh macht, einfach da, der auch viel RNG hat und auch wirklich viele Wege freilegt, was natürlich im Multiplayer gut ist, weil die anderen dann, wenn sie ihren Boss besiegt haben, auch direkt weitergehen können. Und hier ist auch schon der erste Boss direkt down. Sehr gut. Genau. Im Einzelspieler macht man es meistens so, dass man einfach Soft resettet, um schneller zum Start zurückzukommen. Ich glaube, das wird hier jetzt nicht gemacht. Genau, wird hier jetzt nicht gemacht. Wahrscheinlich würde dann einfach der Multiplayer abbrechen. Deswegen nehme ich einfach mal an, macht man das hier jetzt nicht. Gut. Chester macht sich jetzt auf den Weg zu Krakow. Krakow kennen wir ja auch aus sehr vielen verschiedenen Kirby-Spielen. Das ist ja dieser Wolkenboss, der die Blitze schießt. Ich glaube, den kennen. Wenn man ein Kirby-Spiel gespielt hat, kennt man den meistens auf jeden Fall. Den würde man normalerweise sehr spät machen, aber dadurch, dass die anderen den Weg schon freigelegt haben, kann man da jetzt halt schon ganz entspannt hin. Swordsman Kirby ist auch im schwersten Gebiet, würde ich sagen, im Speedrun. Dort kann man sehr, sehr schnell seine Fähigkeit verlieren. Normalerweise spielt man dieses Gebiet auch mit dem Reel, weil das Reel ist einfach am schnellsten, aber der Weg ist dafür auch umso schwerer, wenn man mit Reel spielt. Man sieht auch ganz schön die Lags schon, bei Swordsman Kirby hat man es gerade gut gesehen. Er wechselt jetzt auch auf die Radfähigkeit, nehme ich an. Ja, die Radfähigkeit, um schneller durchzukommen. Aber ja, man sieht auf jeden Fall gut, dass es ab und zu Lags gibt, dadurch, dass man im Multiplayer spielt. Aber das Spiel ist halt auch ein bisschen älter von, ich glaube, 2004 oder so. Ah, ja. Laut Layout GBA 2004. Ah ja, stimmt, steht da ja auch, stimmt. Genau, genau. So, machen sich jetzt auch alle auf dem Weg. Man muss nicht alle Schalter aktivieren. Manche würden zwar Abkürzungen machen, aber die bringen jetzt im Speedruns nichts. Das sind vielleicht Abkürzungen, die einem ins selbe Gebiet nochmal bringen, falls man zum Beispiel noch irgendwas holen möchte, weil es gibt ja auch optionale Wege mit optionalen Gegenständen wie HP-Ups, die Farben, die wir gesehen haben, oder Musikplayer. Aber das brauchen wir jetzt im Any%-Run alles nicht. Aber es ist trotzdem sehr cool. Hat kein Kirby-Spiel danach leider mehr gemacht mit so Open World und optionalen Wegen. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Nintendo nochmal so ein Spiel raushaut. Wäre sehr cool. Okay, Chester hat hier die Radfähigkeit verloren. Das ist nicht ganz so schlimm. So, da wurde der nächste Schalter aktiviert zum Karottenpalast. Der Kirby, typisch natürlich, sind die Namen der Welten auch immer sehr... weiß gar nicht, wie ich das beschreibe. Es ist halt immer dieser doppelte Buchstabe. Im Englischen ist es Karottencastle oder der Mustard Mountain. Ist ja sehr üblich für Kirby-Spiele. Genau. Chester holt sich hier jetzt die Steinfähigkeit. Steinfähigkeit sehr stark für die meisten Bosse zum Besiegen. Muss jetzt hier nochmal einen Miniboss machen, bevor er zu Krakow kann. Swordsman Kirby ist an einer recht schwierigen Stelle. An der verliert man wirklich sehr, sehr schnell seine Radfähigkeit, wie man halt auch sehen kann. Gerade dadurch, dass das Spiel halt auch an der Stelle sehr viel leckt, auch im Einzelspieler, da halt viel auf dem Screen zu sehen ist. Ja. Ebenso sieht man hier, Kubasco kam durch eine sehr schwierige Stelle durch mit den Kanonen, denn er hat das ganz schlau gemacht, er hat seine Fähigkeit nicht absorbiert, sondern im Mund behalten, denn wenn er getroffen wird, verliert er die nicht sofort, sondern kriegt nur den Schaden. Normalerweise, wenn man ja getroffen wird, verliert man seine Fähigkeit und wenn sie gegen Stacheln kommt, ist die Fähigkeit halt weg. Hier sieht man es auch nochmal, muss man aufpassen. Er sammelt sie jetzt auch nicht wieder ein. Der ideale Weg ist halt eigentlich, dass man das Rad behält für den Boss, aber es gibt hier ein gutes Backup als Item, was man einfach bekommt als Fähigkeit. Und die kämpfen jetzt jeweils gegen verschiedene Bosse? Ja, genau, denn man muss, ich glaube, 12, ich weiß gerade gar nicht im Kopf, oder 8 verschiedene, man muss auf jeden Fall die Spiegelteile von dem kaputten Spiegel wieder einsammeln. Der wurde nämlich vom Dark Meter Knight zerstört. Das Spiel hat auch eine ganz kleine Story. Dark Meter Knight kommt, schlägt Kirby in 4 und Kirby geht hinterher in die Spiegelwelt. So, Kirby-typisch, ganz kurze Story halt.
General meint, es wären 8 Teile. 8 Teile, ja, okay. Danke, danke. Genau, man muss die 8 Teile sammeln und deswegen gibt es halt auch 8 Bosse. Gut, wir sehen auf jeden Fall, wie Kobasko gerade den Megatitan besiegt. Der Megatitan ist ganz cool, hat hier noch eine 2. Form, die einen, wenn man zum ersten Mal spielt, gut überraschen kann. Aber ja, an sich ist der Boss nicht so schwer. Und hat ihn jetzt auch besiegt. Und da haben wir schon den nächsten Spiegelsplitter. An sich soll es auch so enden, dass alle ungefähr gleichzeitig fertig werden, dass Chester vielleicht ein bisschen früher fertig ist und noch jemandem bei den Bossfights helfen kann. Denn im Multiplayer kann man auch die anderen zu sich rufen. Wenn du mit einem Spieler spielst, rufst du normalerweise alle 3 Kirbys zu dir. Aber im Multiplayer kannst du halt natürlich die aussuchen, wer zu dir kommt. So. Swordsman Kirby ist jetzt auch gleich, wenn er da oben ankommt, müsste er beim Boss ankommen. Und den Boss kennen einige bestimmt von euch, denn der ist an sich aus einer anderen Spieleserie. Denn die Kirby-Spiele sind ja von Hell. Und Hell macht ja nicht nur die Kirby-Spiele, sondern auch die Super Smash Bros. Reihe. Und da sehen wir jetzt einen altbekannten Boss dadurch, was ich sehr cool fand als Kind, weil das waren so 2 der ersten Spiele, die ich hatte. Kirby Amazing Mirror und Super Smash Bros. Und dann gab es natürlich gleich ein Crossover, was sehr cool war. Hat der Swordman's Kirby funktioniert das? Also ich sehe da jetzt Kobatsko bei Swordman's Kirby? Oder? Nee, die haben nur eine ähnliche Farbe. Das haben sie ein bisschen verwirrend jetzt, dadurch, okay, dass Kobatsko Emerald genommen hat. Das ist der grüne Kirby. Es gibt ja an sich 4 Kirbys. Einen spielt man selber, 3 sind normalerweise Computer. Das war jetzt der Computer, der fehlende. Okay. Da man es ja auch zu 4 spielen kann. Genau, und da haben sie den nächsten Spiegelsplitter, Meister und Crazy Hand besiegt. Sehr, sehr stark. Und Kobasko macht sich jetzt, ist schon im Eisgebiet und macht sich auf den Weg zum Wiz. Und genau, Olive Ocean ist auch ein sehr, sehr cooles Gebiet. Müsste auch gleich ein kleiner Trick kommen. Wo man halt auch nochmal, wie wir schon am Anfang ein paar Mal gesehen haben, normalerweise hat man sich ja die Wheel-Fähigkeit gemacht, indem man 2 Gegner gleichzeitig aufgegessen hat. Das gibt es ja in jedem Kirby-Spiel. Hier wird aber dann gleich eine andere Fähigkeit, wenn man es, sage ich dann, wenn es soweit ist. Genau, Kobasko ist jetzt auch schon gleich beim nächsten Boss. Und ich glaube, Swordsman Kirby müsste sich jetzt auf den Weg zu Moly machen. Moly ist ein sehr RNG-lastiger Boss. Ah, oder nee, gar nicht wahr. Er legt erstmal die Gebiete frei, damit man da schneller hinkommt. Gut, Kobasko geht jetzt zum Boss, nimmt sich den Schirm, da der tatsächlich sehr, sehr stark ist. Ah, Chester macht gerade den Trick, hat ihn leider aber gefällt, muss ihn jetzt nochmal machen. Oh, und ist gestorben. Okay, ich glaube, das passiert sehr, sehr selten. Schade. Ach ja, bei dem Trick saß ich aber auch schon sehr lange manchmal dran. Der kann manchmal sehr nerven. An sich ist es gar nicht so schwer zu treffen. Das ist ein 4-Frame-Window, glaube ich. Aber dadurch, dass es halt, wie gesagt, Input-Lag gibt und manchmal auch Inputs gefressen werden, ist es wahrscheinlich im Multiplayer wesentlich schwerer. Genau. Basko, sehen wir hier den Boss machen. Und ja, warum haben wir jetzt das UFO genommen? Warum hat Chester das UFO genommen? Das haben wir, sehen wir jetzt gleich. Denn mit dem UFO kann man tatsächlich durch Wände schießen, was jetzt sehr, sehr praktisch gleich ist, da wir dadurch hier diesen Bereich skippen können. Normalerweise müssten wir komplett rumlaufen, aber jetzt können wir durch die Wand schießen und den Block wegmachen. Und so, Kobasko müsste den Boss jetzt direkt besiegt haben, wodurch wir ein weiteres, wodurch wir einen weiteren Spiegelsplitter bekommen. Ah, okay, ja, ganz knapp überlebt, ärgerlich. Jetzt nochmal die Animation abwarten. Ja, und wie gesagt, das ist ein sehr schneller Run. Ich kann auch jeden, der Kirby-Spiele irgendwie mag, empfehlen, den auf jeden Fall mal zu machen. Er fühlt sich wirklich sehr spaßig an, einfach weil er so schnell ist. Es gibt ja viele Kirby-Spiele, die etwas träge sind, würde ich sagen. Aber das ist schon das Kirby-Spiel, was zu den schnellsten gehört. Ist auch an sich, auch casual, ein sehr beliebtes Kirby. Ich würde sagen, ranken die meisten wirklich so in ihrer Top 5 ein. Genau. Und Swordsman Kirby macht sich jetzt auf den Weg zu Dark Meta Knight. Der Weg ist relativ lang, deswegen werden wir halt gleich sehen, wie Swordsman Kirby und Kobasko ungefähr gleichzeitig bei ihrem Boss ankommen müssten. Und ja, ich weiß gar nicht, Chester ist halt jetzt gestorben. Normalerweise sollte er halt so schnell sein, dass er den beiden dann helfen kann, aber
werden wir jetzt sehen, ob er das noch schafft. Hier haben wir wieder die Meisterhand, aber diesmal nur als Miniboss. Tatsächlich kann man ja auch die Meisterhand absorbieren, wenn sie jetzt besiegt ist, und kriegt dann lustigerweise das Moveset von Kirby aus Super Smash Bros. Melee. Also Kirby hat dann verschiedene Fähigkeiten, kann sich zum Stein machen, schlagen und ja, einfach die ganzen Attacken, die man in Smash Bros. Auch einsetzen kann. Also sehr, sehr cool. So, und Kubasco ist jetzt auch gleich schon beim Boss. Alle müssen jetzt sogar wirklich gleichzeitig den Boss erreichen. Kubasco als erstes. Kurz danach sollte Chester den Boss erreichen. Der Boss von Kubasco ist auch sehr RNG-heavy, deswegen mache ich den, ich mache eine andere Route auch als der, sag ich jetzt mal, im Einzelspieler der WR. Einfach, weil der Boss ist ja sehr RNG-heavy. Er kann halt direkt rauskommen, wodurch man ihn direkt besiegen kann, aber hier hat er jetzt kurz gewartet, was zwar nur ein paar Sekunden sind, aber in so einem kurzen Run sind ein paar Sekunden ja auch schon immer sehr viel. In den nächsten Spiegelsplitter. Genau, und hier wird auch Gobbler fertig gemacht, gerade von Chester. Ist auch sehr glücksabhängig, dadurch wie er sich bewegt, gibt auch verschiedene Strats, wie man den besiegen soll, je nach Richtung, die er geht. Und wird er leider oft getroffen, etwas nervig. Oh, und stirbt. Oh. Ärgerlich für Chester, ärgerlich. Tatsächlich ist es jetzt so, dass Kubasco als erster fertig war. Und vielleicht wird sogar Swordsman Kirby vor ihm auch noch fertig. Ach ja, aber passiert, ne, passiert. Gerade wenn man dann vor so einem großen Publikum ist, ist man wahrscheinlich auch noch nervöser. Sind ja trotzdem noch sehr gut dabei. Ja, genau, die paar Sekunden warten. Normalerweise, wie gesagt, wäre es halt so, dass man sich die anderen zur Hilfe ruft. Aber ja, ist jetzt alles ein bisschen anders, aber ich denke mal, ist nicht. Okay, jetzt nur noch der Meta Knight Fight. Oh, Swordsman Kirby aber auch nur noch auf 2 Leben. Aber er sollte den eigentlich schaffen. Dass er jetzt ruhig runterspielt. Reiten sich jetzt auch schon mit den richtigen Fähigkeiten für den fürs Finale vor. Und damit hätten sie das letzte Spiegelteil. Okay. Gut, jetzt geht's auf zum finalen Boss. Der auch sehr, sehr viele Phasen hat, Kirby üblich. Genau. In dem Kirby-Spiel war es auch noch so, wenn man gerade zum Beispiel Leben bekommen hat, dann kann man sich gegenseitig auch noch heilen, wenn man sich berührt, weil die Kirbys sich dann halt küssen. Genau, und hier wird gezeigt, das ist nicht Meta Knight, das ist Dark Meta Knight. Und dann beginnt auch schon der Kampf mit einer sehr, sehr coolen Musik, wie ich auf jeden Fall finde. Allgemein hat das Spiel einen echt guten OST. Und ja, Dark Meta Knight ist sehr nervig, weil viele Angriffe blockt er einfach weg. Deswegen ist an sich am besten immer, wenn man mit Stein gegen ihn kämpft, weil man dann sehr gut in ihm landen kann. Hat jetzt keiner mehr den Stein. Hatte eben hier, glaube ich, einer verloren leider. Aber ja, Schwertfähigkeit ist natürlich auch immer da. Oh, der letzte Hit fehlt, aber okay, kam noch zumindest. Nice. War aber sehr knapp. Swordsman Kirby und Chester auf 1 HP und 0 Leben, Chester. Denk mal, da ist man ein bisschen nervös auf jeden Fall jetzt, mit 0 Leben und 1 HP. Genau, hier kriegt man jetzt das Heldenschwert, das sehr viel Schaden macht, aber das werden wir jetzt gar nicht benutzen. Und zwar werden wir jetzt immer ein Item, eine Fähigkeit absorbieren und das Schwert. Denn das macht so viel Schaden, wenn man es ausspuckt, dass es einfach die Form one-hittet. Und dann geht es immer in so einen kleinen Extra-Area-Bereich, wo man sich nochmal heilen kann, eine neue Fähigkeit holen kann, falls man seine vielleicht verloren hat. Das werden wir jetzt auch ein paar Mal machen, denn ja, wie gesagt, der Boss hat viele Formen. Aber das Gute ist, wir halten alle nicht so viel aus. Hier ist es tatsächlich auch schwieriger, dass man das Setup richtig macht, um sich das in die Fähigkeit zu holen. Hier sieht man es jetzt auch, dass der mehr Leben hat im Multiplayer, im Einzelspieler, wer besiegt und oh, wer ist da gestorben? Oh, Chester, okay.
Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Okay, man kann einfach weitermachen. Das hatte ich nämlich nie gesehen, dass jemand Game Over gegangen ist. War für mich jetzt auch noch neu. Wandeln sich. Ja, genau. An sich läuft es gerade nicht so, wie es laufen soll. Eigentlich sollte der schon längst besiegt sein. Gut. Aber mal schauen, mal schauen. Die nächste Phase, die übernächste Phase ist wichtiger. Die nächste sollte auch noch eigentlich ganz entspannt laufen. Aber ja, bei der übernächsten Phase ist es nämlich dann so, dass wir wieder die UFO-Fähigkeit kriegen wollen, die wir vorhin schon gesehen haben. Werden wir dann gleich nochmal sehen. Ah, okay, die machen es jetzt so, dass die zwei einzelnen Dinger... Oh, ich glaube, den hat er zu früh rausgeworfen. Dann nicht so aus, als ob es gewollt war. Okay, aber ja, kein Problem, kriegen den auch einfach so besiegt. Und da ist der Boss erledigt. Ein weiteres Mal und jetzt... kommt auch tatsächlich die fast letzte Phase, zumindest die letzte Phase, die so aufgebaut ist. Der hält zwei Schüsse tatsächlich aus, aber das ist auch ganz gut, denn hier möchte man die grünen Sterne, die jetzt gleich wirft, absorbieren. Aber das ist leider Glück, ob grüne Sterne kommen. Das ist halt jetzt ein großer RNG-Part, ob man die bekommt und ja, ob man auch direkt UFO wird, muss man natürlich dann auch erst schaffen. Da sieht man es sehr schwer teilweise zu bekommen, aber hat es bekommen, aber ein paar Frames zu früh. Das war ein Bild oder eine Fähigkeit, bevor das UFO kam. Wir werden es jetzt nochmal probieren. Oh, da kamen viele grüne Sterne. Leider wieder zu früh. Ah, schade. Ich denke mal, sie werden es jetzt noch ein weiteres Mal probieren. Oh, und das war, da hat man gesehen, da war schlechtes RNG, da kam nur ganz am Anfang ein grüner Stern und dann gar keiner mehr. Ah, die haben leider auch wirklich Pech gerade in dem Bossfight. Ah, die haben kein Fortune. Ja. Oh, und jetzt eine Fähigkeit zu spät, och nein. Ah, das tut mir leid für die drei. Ja, das ist ärgerlich. Ist vor allem ärgerlich, weil es natürlich, oh, da kam jetzt wieder ein paar. Das halt am Ende des Runs ist. Okay, da haben wir eine UFO-Fähigkeit. Das reicht, damit werden sie jetzt vorangehen, okay. Ja. Aber ja, zumindest haben alle Bosse sehr coole Musik. Und ja, jetzt kommt die vermeintlich letzte Phase, aber ja. Ihr seht es gleich. Genau, der WR, weil ich es jetzt gerade noch mal im Chat sehe, liegt bei 1919. Den haben die drei heute Morgen aufgestellt beim Training. Nochmal Practice gemacht haben. Genau. UFO ist einfach sehr nützlich in der Phase, weil man kann die ganze Zeit gut treffen. Es macht sehr viel Schaden, wenn man voll auflädt. Und man kann sehr leicht den Attacken ausweichen. Also es bietet sich einfach für alles an, was der Boss zu bieten hat. Ja, das Moveset vom Boss ist auch ganz cool, wie man sieht. Hat sehr viele verschiedene Angriffe. Macht jetzt auch, dass man auf dem Kopf ist und die Steuerung invertiert ist halt dadurch. Aber ja, hier kommt jetzt auch nochmal gut zur Geltung, dass der Boss halt einfach wesentlich mehr Leben hat. Und da ist er besiegt. Vermeintlich besiegt. Er holt jetzt auch, holen jetzt nochmal den Freund, einfach um sich nochmal zu heilen. Und damit er wahrscheinlich auch noch mitschießt. Denn jetzt kommt die wirklich letzte Phase vom Boss. Die auch nochmal wirklich den Run kosten kann, wenn man vielleicht zu wenig Leben hat oder keine Anrufe mehr. War mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich dann da gestorben bin. Sehr ärgerlich. Aber man startet in der Phase, wo man gestorben ist, zum Glück immer nochmal. Genau. Hier muss man jetzt in der letzten Phase nochmal, fährt man auf den Stern und muss ihn abschießen. Dabei schießt er halt wieder seine bunten Sterne zurück und ja, ist nicht so schwer an sich die Phase, aber mit wenig HP und ne, wenn man gerade kurz vor einem des Runs ist, ist man dann natürlich auch noch mal ein Stück nervöser. Aber ja, machen sie sehr gut auf jeden Fall. Und haben den Boss geschafft und time. Nice. Und da laufen dann die Credits und man kann ihn halt auch noch mal hitten. Einfach den Boss, einfach um den Highscore aufzustellen. Genau. Da haben sie ja Bugmatter besiegt. 22 Minuten, trotzdem sehr starker Run. Ja, aber sowas von. Und ja, wie gesagt, der Run ist sehr, sehr cool. Im Multiplayer auch sehr, sehr cool. Ich kann ihn jedem empfehlen, mal zu machen, wenn man Bock hat auf einen schnellen Kirby-Run. Sehr spaßiger Run.
ist natürlich auch an einigen Stellen etwas schwerer, aber man kommt ganz gut rein. Das Schwerste am Anfang, würde ich sagen, sind wirklich die Wege. Man hat gesehen, es gibt sehr viele Türen und Wege in verschiedenen Gebieten. Aber ja, da kommt man auch rein. Auf jeden Fall ein sehr cooler Run. Ja, ich mag den auch total gerne. So, und da ist die Spiegelwelt gerettet und Kirby kann wieder in seiner eigenen Welt liegen. Nehmen wir gleich auch nochmal Schatten Kirby. Denn tatsächlich sind die Schattenwesen, die wir auch sehen, das ist ganz lustig, die Gegenteile von dem, was man aus dem normalen Kirby kennt. Hier sehen wir den Schatten Kirby, den haben wir ganz kurz auch im Spiel gesehen. Der gibt uns Items, wenn wir ihn angreifen, aber rennt dann immer schnell weg. Also er ist das Gegenteil von Kirby. Er hat immer Angst und haut ab. Während Kirby ja immer natürlich alles versucht, genau, mutig ist und versucht, die Welt zu retten. Und Meta Knight, hier ist natürlich Dark Meta Knight der Böse, weil er ja auch das Gegenteil von Meta Knight ist, welcher Kirby immer hilft. Zumindest in den neueren Games. Danke, Vini.